Und hallo ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2. Hier sind Lavana und... Abo. Ja, da sind wir wieder und wir haben ganz, ganz viel vor heute in dieser Folge. Und zwar möchten wir hier die 12. Fahrt machen zu diesem Event. Dann haben wir nämlich unser persönliches Ziel erreicht. Ja, und wir wollen einen Kredit aufnehmen, beziehungsweise müssen wir drei Stück aufnehmen. Das mache ich gleich mal. Ja, das ist jetzt riskant, was ich mache. Ich mache es trotzdem. Ist das riskant? Na ja, du hast dann hohe Raten, die du dann zurückzahlen musst, Ja, ich leider. weiß, ne? Wir wären damals echt besser gekommen, wenn wir gleich den 400.000er Kredit genommen haben. Aber nein. Naja, gut. 10.444 müssten es da sein, Ja, so circa. das ist viel, ne? Ich bin jetzt trotzdem Na. riskant, weil wir wollen unsere Ge Garage aufrüsten, einen Mitarbeiter holen und uns noch einen LKW kaufen. Ja, ich habe mir so gedacht, wenn noch Genau. wer mitmacht, also noch mehr mitfährt in meiner Firma, dann steigt vielleicht mein Geld wieder schneller, okay? Versteht ihr, wie ich das meine? Ja, ihr versteht das, ich weiß. Wir gucken jetzt bei unserer Garage erstmal so. In Berlin, hier ist er, die kleine Maus. So, und die rüsten wir jetzt auf. Kostet auch nur 180.000, ne? Aber wir bekommen zwei weitere Garagenplätze. So. Jetzt darf man nichts falsch machen, ne? Genau. Ja. Und wir haben uns auch schon überlegt, welchen zweiten LKW wir haben wollen. Den probieren wir auch direkt dann im Anschluss aus für die 12. Fahrt. Wir wollen nämlich einen DAF haben. Wir haben erst überlegt zwischen Scania, ne? Genau. Genau. So. Okay, du Du hast bist keine Erinnerung sprachlos. mehr. Oh, das ist so Ich bin gemein. richtig sprachlos. Ja, es ist, wer die letzten Folgen mit verfolgt hat, die sind alle so ein bisschen chaosmäßig verlaufen, aber ja, aber ich habe meinen T-Sleeper und gleich einen DAF und ich bin trotzdem zufrieden. Ja. Fahrer anstellen. Genau, einen Fahrer einstellen. Du kannst es kaum abwarten, ne? Na? So, Fahrer einstellen. Wen haben wir denn hier? Die Ries und den Mich. Jano. Von der Bewertung her sind die beide ziemlich gleich. Geld auch. Vom Geld auch. Und der hat hier, weiß ich jetzt gerade nicht, die hat hier zerbrechliche Fracht, ne? Gefahrengut hat der. Der hat Gefahrengut. Ist, glaube ich, Gefahrengut. Ja, was wird mehr genommen? Gefahrengut oder? Ja, Gefahrengut ist Gefahr. Ich bin zerbrechlich so nicht so gut. Aber, na, du suchst Was nehmen aus, wir wen jetzt? von beiden? Den Jano oder Dann die die Ries? Rebecca. Die heißt Ries Ach, und nicht Ries Rebecca, ey. hier. Ich Okay. habe das erste Buchstaben gesehen. So, die kommt jetzt hier in das leere Feld rein. Okay. Oh, jetzt wäre hier noch eine Oh schöne nein. gekommen. Ah, die hätte nur 0,8 gehabt, ist egal. Okay. Die Am wäre besten teurer drei gewesen. LKWs kaufen, ne? So, und jetzt holen wir uns noch ganz schnell einen neuen LKW. Ja. Wir wollen das ja so kurz wie möglich halten, ihr Lieben. Deswegen haben wir diesmal vorher geguckt, damit ihr unseren Kauderwelsch nicht ertragen müsst. Du Nee, musst warte, zum was? Händler gehen. So viel dazu, ne? So viel dazu. Oben. LKW-Händler. So, DAF? Wir haben uns schon entschieden, denke ich. Egal, egal was jetzt ist, wir nehmen den, ne? Ja. Gib ihn mir. Okay. So, pass auf, wir haben hier einen 360, 370 und der geht hier erst ab Level 10. Ich würde sagen, sobald wir Level 10 sind, stellen wir noch einen dritten ein und kaufen uns den. Weil der hat schon 410. Aber cool, guck, wir nehmen jetzt den, ne? Ausführung ändern. Ja, das dauert ewig mit den Leveln. Hier können wir nichts ändern. Hier können wir auch nichts ändern. Der bleibt so. Hier können wir auf 410 PS gehen. Guckt. Das ist cool, oder? Das nehmen wir. Warte mal, wir haben Na? 196.000. Ey, du lachst jetzt schon. Lass mich bloß in Ruhe, wirklich. Guck mal, wir haben nur noch 196.000, ne? Na, es geht doch. Ja, ey, ich darf jetzt hier nichts falsch machen, ne? So, pass auf. Wollen wir hier schon einen besseren? Wir gucken mal. Oh, guck mal, was das aber verbessern würde. Ja, komm, ich nehme das, oder? Dann nimmt das doch. 134.000. Dann haben wir hier den Innenraum. Der sieht jetzt nicht so schlimm aus. Ich finde den ganz gut. Ein bisschen dunkler könnte er sein, aber. Nee, wir nehmen das obere, Nee, oder? das hört sich cool. Ja. Na. Oh. Lack brauchst du diesmal keinen. Dann mache ich ihn wenigstens schwarz.
Ach Okay. so, mit einer normalen Farbe, die kostet nur 5.200, mach schon wenigstens schwarz, oder? Ja. Okay. Lackierung machen wir später mal für die LKWs, die wir dann so besitzen. Okay, ihr Lieben, das ist jetzt doof, weil schaut mal bitte meinen Kontostand. Ich habe ja so die Befürchtung, dass wir ins Miese gehen. So, jetzt ist die Frage, ist das ein richtiges Navi? Ah, das werden wir gleich nochmal kurz sehen. Steinschlagschutz, nee, das brauchen wir nicht. Aber ich möchte hier so eine Platte haben. Und zwar möchte ich. Ich möchte. Diese Platte haben. Und da stellen wir uns jetzt unseren Wikinger wieder auf. Ja. Ich möchte was irgendwo hinlegen. Ja, dann sag, was du noch haben möchtest. Warte, aber irgendwas mit dem Pirat noch. Pirat? Pirat Guck haben wir mal. hier Da. sowas. Piratenfigur, den da oder den da? Den Piraten. Oder die Flasche? Nein, den Piraten. Den hier. Ja, Okay, das sind gut. Piraten, ne? Ja, dann möchte ich aber auch noch ein Handy da hinlegen. Oh, wir richten das jetzt viel zu doll ein. So, Eileen, das soll es auch schon gewesen sein. Wir bestätigen 141.000, oder? Ja, das wäre Ja. dann. Mit 410 PS jetzt. Ja, der ist gut. Und auch habt ihr ja gesehen, das Getriebe, das hat ja auch einiges gemacht, ne? Nee. Na? Jetzt habe ich Schreck bekommen. Ich Kaufen, habe schon kaufen. gelacht, weil du am Ja, Verlassen ist gut, ist gut. rumgemerkt Ja. hast. Drück. Ich kaufe den jetzt. Ja, ich möchte den gerne selbst fahren. Und zwar soll der nach Berlin. Und den Renault bekommt dann. Ach so, nee, den Renault bekommt dann die hier. In Berlin. Genau. Neu berechnen. Okay, und der gehört jetzt uns. Cool, schaut mal. Ja, ich mache gerade Fotos, ne? Thumbnail. Fotos Guck von mal, hat den unserem Rental. Wikinger gesehen. Ja. So, okay. Man kann das nicht mal geheim halten, Die dass man Sonne Fotos macht. strahlt den LKW an. Ja. Willst du Nee, jetzt Geschichten erzählen? das hätte ich. Lass es lieber. Es war einmal eine Labana, die hatte einen LKW. Okay, und der tat gar nicht weh. Und So, wenn sie okay. nicht gestorben sind, fahren sie immer noch. Ja. Ach, nun mache. So, jetzt gucken wir erstmal, ob Sind das das ein Navi. nicht Das ist ein abgeschnitten? Navi. Ich werde verrückt. Das ist ein Navi. Ich werde Oh. verrückt. Okay, das ist Du wirst cool. verrückt. So, ihr Lieben, jetzt ganz schnell. Ja. Heute läuft mal alles glatt. Warte, Ich warte, sag's warte, euch. warte, warte, Ja? warte. Warte, warte. Kannst du nicht noch deine Fragezeichen schnell auffahren? Meine was? Das eine Fragezeichen auffahren, vielleicht noch schnell. Ach, ein Fragezeichen hier in der Welt, oder wie? Haben wir hier ein Fragezeichen Na? vergessen? Oh, meinst du, ich sollte das echt machen und nicht einen Auftrag annehmen? Ja, Ja, dann cool. mach einen Auftrag Nee, dann wir nächstes Mal. testen den, wir testen den. Ja, aber danach müssen wir den Auftrag machen. Oh, hat der einen langsamen Blinker. Der Biege hat einen nach rechts langsamen ab. Blinker. Neue Route Helga, finden. was Lieber sagst du schnell denn ein da? Blinker als viel PS, oder? Oh Mann. Das ist böse. Ja, der Abo Mal, zieht wie mich diese immer Beete zusammen auf, wackeln. weil ich den Magnum halt in Zahlung gegeben habe und der 440 PS hatte gegen den 370er T-Sleeper. Und das wird mir jetzt ganz lange nachgetragen. So. Gut, das war eine Arbeitsagentur. Cool, dann sind wir aber wenigstens schon auf der Straße. So. Okay, und wir suchen jetzt einen Auftrag, unseren letzten. Den letzten. Ja, für heute, ne, für diese Folge. So, und wir nehmen nicht eine ganz so Und fürs lange. Event. Und fürs Event, genau. Nach Duisburg? Bremen nach Duisburg? Duisburg, wir Ich weiß auch kommen. noch nicht, ob wir da waren. Das passt Hare. ja. 9.000, wir bezahlen mehr Kredit, ne? Aber wir haben jetzt einen Arbeitgeber. Na? Aber Okay. nimmer. Ja, ein Arbeit. Du bist Arbeitgeber. Mitarbeiter. Eine Mitarbeiterin. Ja, eine Mitarbeiterin. Oh, ihr Lieben. Oh Mann, ey. Passt auf, jetzt ernst. Wir konzentrieren uns jetzt alle. Und jetzt nehmen wir das Nee, die an. hieß der ja. Hast du was mit R? Ja, die hieß Ries oder so. Ja, jetzt pass auf hier. Jetzt machen wir unseren Auftrag. Zeit zu Pass auf, gehen. okay. Bremen nach Duisburg. Ach so, nee, wir müssen jetzt erst unser Cool. Geschenk. Oh, guck mal, wie cool der eigentlich Demnächst aussieht, links ne? abbiegen. Warte mal, da brauchen wir doch gar nicht unser Der Navi. Wikinger? Nee. Biege nach links ab. Der LKW. Ein Pirat? Der LKW?
Das hätte ich auch gedacht. Aber das ist aber dunkel. Die anderen sind so überstrahlt und das ist so dunkel. Biege nach links ab. Navi? Das Navi, ne? Ziemlich dunkel, finde ich. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Ich kann die Helligkeit regeln. Ich weiß es gerade nicht. So. Okay, ich muss so lang. Nee, ich muss doch so lang. So. Ja. So. Nee, so lang. So. Hörst du bitte auf, so zu grinsen? Ich grinse doch an. Los! Du machst mich nervös, Herr Beifahrer. So, okay, okay, egal. Wieso ist denn das so dunkel? Mach links. Ah, jetzt, guck mal, jetzt ist es heller. Jetzt ist es heller. Das war die Willkommensschramme gerade, weißt du? Ich habe einmal auf Licht gedrückt, dann ging das. So. Die Fahrt kann ja lustig werden, neuer LKW. Ja, neuer LKW und ich, ne? Aber doch, der gefällt mir ganz gut, ne? Ja gut, hier hinten, das könnte alles ein bisschen schwärzer sein, aber sonst gefällt's mir. So, lasst er mich raus? Nein? Keine Chance? Aber ich werde trotzdem gleich fahren. Nee. Biege nach links ab. Oh, bleib bitte stehen. Danke. So. Dann werde ich euch hier mal kurz die Fahrbahn nehmen. Ja, das haut hin. So, cool. Dann fahren wir los. Guck mal, der Pirat wackelt auch. Na? Ja. Was macht der? Guck. Oh, wackeln schön. Um die Wette. Die Ablage finde ich schön, muss ich sagen. Aber der Teppich. Also ist ein DAF Tuning Pack, oder? Müsste, oder? Ich weiß es aber nicht genau. Darum gibt es das bestimmt. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Haben mittlerweile alle LKWs ein Tuning-Pack? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Gab's ja auch irgendwas, das war Mercedes oder gemein oder so. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber es gibt mehrere auf jeden Fall. So. Wie weit müssen wir denn überhaupt fahren? Da haben wir jetzt gar nicht geguckt. 230 Kilometer, das geht. Sehr schön. Wollen wir mal den Rückspiegel auch ausstellen? Ja, oder? Okay. So, jetzt sind wir komplett. Nee, jetzt ist er aus. Jetzt ist er aus. So, nun fahrt. Biege nach rechts ab. Wir müssen die letzten Geschenke liefern für dieses Jahr. So. Auf, auf. Los. Ich weiß nicht. Siehst du auch gerade, was ich schon wieder ein bisschen lustig. Ja, ich weiß gerade nicht, wie schnell ich fahre. Weniger? Nee, ich sehe gar nicht so richtig, wie schnell ich fahre gerade. Ich habe da zwar so ein Dings da, so ein Geschwindigkeits... Linke Seite? Ja, aber das sehe ich nicht. Schritte? So 10er Schritte, 20er Schritte. 20er Schritte, ne? 20, 40, 80, 60, 80, 100. Also oben Mitte ist 80. Aber was ist oben in der Mitte? 20? 80. Ah. Da bist du immer bis zur Mitte. Meistens. Oh, der, das war natürlich bei den Renault gut, ne? Der hatte so eine schöne digitale Anzeige. Nun so schön wenig PS, ne? Du? Guck mal rechts von dir, da ist die Tür. So, fahrt ihr Nein. bitte? Nee? Na kommt, ich zeig euch, wie das geht. Ah, jetzt fahrt ihr doch. Okay, ja gut, das macht man nicht, ich weiß, aber... Kommt, ich helfe euch. So.
So, okay, dann geht's los. Ja, das ist echt ein bisschen blöd, ne? Aber die ganze Zeit dieses virtuelle Navi, das stört auch manchmal so ein bisschen, ne? Das nimmt immer die Sicht, finde ich. Oder der Spiegel. Ist ja auch so ein bisschen realistischer, ohne das zu fahren. Konnte man aber nicht dieses Display hinterm Lenkrad, konnte man das nicht durchschalten? Da gab es Tasten für, ne? Ja, das ging doch irgendwie, oder? Das müsste doch eigentlich rein Na, aber fahr du mal theoretischerweise lieber gehen. jetzt. Ja, doch, mach ich doch. Wenn du das nämlich während der Fahrt probierst, du kannst außer wenn du, Entschuldigung, außer wenn du einen Rastplatz aufsuchst oder so, dann darfst du mal rumschalten. Nee, das dauerte uns wieder Stunden, bis wir irgendwas hier gefunden haben. Hohohoho. Na danke. Ich bin froh, dass wir jetzt fahren und gut ist. Ey, wir haben gar keinen Rückspiegel. Guck mal bitte. Den in der Mitte, oder? Hat man den nicht immer? Ist das ein Rückspiegel? Nee, na der in der Mitte hängt oben. Das sehe ich aber nicht drin. Nee, da ist ja auch nichts. Da kannst du die Guck mal Sonnenblende nach mit rechts. runterziehen. Nee, den meine ich Das nicht. gehen. Nicht die Außenspiegel. Ich würde auch gerne auf die rechte Weil ich brauche das Spur. ein LKW nicht. War das die ganze Zeit nicht? Ist ja komisch, Ich oder? will nicht, hab ich nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Aber wir können jetzt. Ich sag mal so, der lässt sich gut fahren. Auf jeden Fall besser als der T-Sleeper vom Renault. Ja. Aber es sieht nicht so schön aus. Doch, doch, der sieht schön aus. Der gefällt mir, ne? Der Blinker könnte ein bisschen Ja, schneller dann ist sein. gut. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, ne? Nee, also doch, der gefällt mir. Man merkt schon den Unterschied mit dem PS. Dadurch ist der auch wieder viel leichter zu lenken. Also was ich bei dem anderen so ein bisschen schwerfälliger war, so. Der ist irgendwie, wie soll ich sagen, der ist mehr auf der Straße festgeklebt. Und der ist jetzt hier wieder so ein bisschen lockerfluckig. Und dadurch kann man sich hier schneller verlenken. Das war eine gute Erklärung, oder? Na, das klang sinnvoll. Ja, das klang super sinnvoll. Was denkst denn du? Cool. Auch der Wikinger ist aber auch niedlich. Ich meine den Piraten. Der Wikinger ist sowieso niedlich. Ein Hundi hätten wir uns auch aufstellen können, oder? Hätte man, ne? Du kannst ja die ganze Fläche da zustellen. Ey, manche hängen sich auch solche Vorhänge oben an und alles. Und solche kleinen Fähnchen. Aber das machen wir später alles, ne? Da dekorieren wir auch die LKWs Frage mich von. gerade, ob das erlaubt ist. Nee. Meinst du, ist das wirklich so erlaubt in Deutschland? Denke mal schon. Ach so, nee, weiß ich nicht. Solange man die Sicht nicht Sich eine Gardine versperrt, oben dran hängen? weiß ich nicht. Aber wie gesagt, irgendwann dekorieren wir auch die ganzen LKWs dann von unseren Mitarbeitern. Die sollen es ja auch gemütlich haben. So, wir müssen links. Bitte links halten. Oh, das wäre schon knapp geworden. Ist sie da gleich 116. da? Ja, das ging schnell, ne? 116 Kilometer, ne? Na? Oh doch, der fährt sich gut. Der gefällt mir. Der gefällt mir auf Anhieb.
Der ist cool. Mal bergauf hat er trotzdem ein paar kleine Probleme. Aber es geht. Aber ist ja logisch, was erwartet man auch? Man muss ja aufsteigen. Man kann ja nicht gleich am Anfang so einen High-End-LKW haben. Das macht ja dann auch gar keinen Sinn, finde ich. Dann braucht man das ja nicht freispielen, weißt du. Na, Oh, weißt du, was wir dann auch den machen Kran, können? Alter. Was denn? Schwertransporte. Na toll, die sind auch schwer. Ja. Was wolltest du mit dem Kran sagen? Der, dieser LKW mit dem Kran gerade drauf, den habe ich auch noch nie gesehen, bis gerade eben. Okay. Wollte ich sagen. Den hast du bestimmt nie gesehen, oder? Nee, den habe ich echt nicht gesehen. Nein. Du musst dir mal ein Video angucken. Das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Cool. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das waren, denke ich mal, die Nimm Kredite. die Ausfahrt rechts. Oh. Minus, alles wird gefändet. Oh, das ist so gemein. Eigentlich Demnächst war rechts noch ein bisschen abbiegen. weniger. Ja, die gebe ich nicht ab, die zwei Figuren. So, nach rechts müssen Biege nach rechts ab. wir. Okay. Wird gemacht, Helgerlein. Okay. Ah, die letzten Geschenke für die Kinder in Bremen. Nee, wohin fahren wir? Das habe ich vergessen. Ich auch. Ach ja, je. Wir sehen es ja Wir kamen von gleich. Bremen, oder? Ja, wir kamen von Wie Rostock Bremen. nach Bremen, oder? Nein. Oh Ab je. Bremen nach Rostock? Ich weiß es nicht mehr. Bremen plus andere Stadt, ist so fertig. Ach ja, je. Stimmt, Bremen war der Dachhändler, ne? Ob man unserem LKW-Unternehmen vertrauen kann? Klar. Wir haben Piraten und einen Wikinger im. Was ist denn vertrauenswürdiger als das? Zu Wir wissen, wo kaufen die nur noch die Stadt besten ist? LKWs, Renaults. Was ist eine Stadt? Na, wo wir hinfahren? Das wäre vertrauenswürdiger. Ja, aber wir haben dann Navi. Ja, doch. Ja, das Navi ist vertrauenswürdig. Ja. Stell mal vor, das fällt alles Du bist aus. die Nein. Fahrerin. Ja, ich weiß. Ja, aber du bist doch die Fahrerin. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt eine Karte über dein Lenkrad legen und dann damit. Oh Wie ja, damals früher. hatte man auch keine Navis, ne? Na? Da hat man eine Karte aus Papier genommen. Genau. Immer geradeaus. Und davor gab's Säulen. So, du darfst jetzt hier Muss ich das mal einsteigen. vorstellen, oder? Ja, ist krass. Und heute Navi an? Schwuppdiwupps. Ja. Wenn es funktioniert, ja. So, 24 Und jetzt stell mal Kilometer vor, du noch. hast hier den Berg. Stell mal vor, du hast den Berg hier mit deinem super hellen Renault hochgefahren. Wären wir auch hochgekommen. Jetzt tun wir nicht so, als ob der ganz Ich glaube, 4 Stunden schlecht ist. später. Das stimmt doch gar nicht. Und doch, den mag ich ja aber. Und den Renault auch. Demnächst rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Fahren wir nach Duisburg? Bremen nach Duisburg könnte sein. Na,
9 Kilometer noch. Ich lasse es jetzt. Wir nehmen uns gerade 68.000. Naja, wir haben Kredite bezahlt, Duisburg, ne? Oha. Wir haben doch ganz viel Kredit schon bezahlt. Wir haben dann 56.000, wenn du angekommen bist. Super. Aber unser Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob der fährt, das können wir gleich nochmal gucken. Guck mal, Einkommen. Die Ries hat ganze 745 Euro eingenommen. Oh je. Ah ja, die muss ja auch erstmal aufsteigen, ne? Die fängt ja auch klein an. Die muss ja sie bezahlen. Ja, und na, dann das ist, was sie ausgibt, muss sie auch bezahlen. Oh Mann. Und dann den Rest kriegst du. Reiß dich zusammen, Ries, oder ich entlasse dich. Nee, die muss aufsteigen, so wie wir. Wir haben auch mal klein angefangen und so wenig Geld für bekommen. Oder die hat nur eine Startfahrt gemacht. Na, ich bin höher als die Ries auf jeden Fall. Ja, du bist ja Chef, aber eigentlich hast du auch noch nicht so viel gefahren. Ja, aber würden wir eine ganz lange Fahrt machen, würden wir ja auch ganz viel Geld kriegen. Na? Aber eine lange Fahrt ist so längere Stunden, oder nicht? Ja. Demnächst links abbiegen. So. Jetzt sind gleich da. Juhu. Biege nach links ab. Also das wird eine ganze Weile dauern, ihr Lieben, bis wir hier ein hohes Level erreicht haben. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass wir ins Miese kommen. Biege nach rechts ab. Und bei Level 10 will ich auf jeden Fall einen zweiten Mitarbeiter einstellen. Hab ich endlich, mir so gedacht. Wir sind da. Oh ja, sogar die Helga freut sich. So, wo ist jetzt mein Ding? Echt jetzt? Warte mal. So, okay. So, wollen wir schnell einparken? Nee. Oh, du bist gemein, ich stehe so krumm. Okay. Bitteschön. Jetzt muss ich auch noch so einparken. Oh doch, der lässt sich echt gut fahren. Hast du gesehen, wie gesmoothed der gedreht hat? Gewendet. Mama. So, oh jetzt wird's auf einmal her. Ja, nach links. Ja, nach links? Nee, Quatsch. Guck, perfekt. So, unsere erste Fahrt mit dem DAF ist geschafft. Die letzte im Event. Ja, oh, da bin ich mal gespannt, was da jetzt steht. Ah, wir können hier noch ein Level geben. Ich nehme jetzt mal, ich mache mal noch nicht Fernfahrten. Ich nehme jetzt mal hochwertige Fracht. Ja. Aktion erfolgreich beendet. Cool. Und wir müssten dafür jetzt irgendwas bekommen haben. Ich meine gesehen zu haben auf jeden Fall so eine Socke, die man sich ins Auto hängen kann. Ich müsste mal gucken, was das genau ist. Ja. Und noch irgendwas war es, glaube ich. Bin ich mal gespannt. Und dann gibt es noch irgendwann die Community Reward, ne? Genau. Belohnung, das ist das mit den ganzen Sternen hier auf der Map. Okay, ihr Lieben, das war's denn für diese Folge. Ach nee, wartet. Wartet. Wir wollten gucken, ob die Gute irgendwas macht. Aber die ist doch noch in Duisburg. Das bist du. Okay. Die ist da rechts. Ah, die ist hier. Oh, wo ist die denn bitte? Die ist? Pussen. In Polen, kann das sein? Ruht sich aus. Ja. Na, die ist in Polen. Okay, ich guck mal in ihrem Fahrtenbuch. Die hat Knoblauch gefahren. Von Berlin nach Posen, 233 Kilometer, 745 Euro hat sie gemacht, genau. Okay, mach schön weiter. Ja, das ist genial. Okay, so. Wir hoffen, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüssi. Tschüssi.